Ja. Tapir. Tapir. Ja, das war's von der Wüste. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Du hast... Naja, du hast immerhin dieses Ding aus der Wüste mitgekriegt. Es ist nicht so, dass du nichts gekriegt hättest. Das ist wahr. Du hast ein Vergangenheitsding. Ja. Und du? Ach, da oben ist der nächste Wirbel. Wieder. Ja, sehr gut. Offensichtlich sind die Gebiete alle in der Vergangenheit. Also... Oder ich folge dem Tornado in die Vergangenheit. Ich denke, so ist es. Es ist auch hier ein bisschen angesäbt. Ja, das muss richtig sein. Das heißt, es ist Vergangenheit. Ah ja, hier war der große Entenkampf. Der Endgegner quasi. Eigentlich ist das voll faul. Das ist doch jetzt nur wieder Backtracking. Absolut, ja. Ja, das stimmt. Recycling. Alles wurde ertappt. Aber hier ist wenigstens die Blues-Lava-Höhle wieder. Und ja, dieser verbrannte Kaktus. Der verbrannte Vogel ist lebendig. Und guck mal, was das für ein Vogel ist. Der Kaktusfelsen. Mein Lieblingsvogel mit. Eine Ente? Nein, besser. Dodo! Hey, da ist jemand! Ich kann mich nicht rühren, weil der Fußboden hier zu schwach ist. Ja. Du hast mein Leben gerettet. Ich mag zwar keine Menschen, berechtigterweise, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Da ist auch ein Bösewicht weiter vorne. Er wird der Puppenspieler genannt. Er verzaubert Baumstümpfe und Raupen. Er ist das gewesen. Und verwandelt sich in Ungeheuer. Ich habe noch ein Hütchen mit ihm, ein Dodo mit ihm zu rupfen. Dodo schließt sich der Gruppe an. Was kann Dodo? Dodo ist da. Dodo, das ist der Hit. Wirft ein Schwert und Gegner und Gegenstände werden an ihm kleben. Das ist gut. Das ist für viele Dodos berühmt gewesen. Ja, das ist wahr. Klebedodos sind Klebe. Klebedodo 8000. So muss das sein. Oh. Dein Zoo wird langsam voll. Vielleicht kannst viel. Du sie gewinnbringend verkaufen. Dodos auf jeden Fall. Ich würde so gerne mal einen Dodo-Braten essen. Eben. Danke, Vorfahren, dass wir diesen Genuss nie wieder... So, und hier wäre dieses komische Ding gewesen. Aha. Wirf doch, dann klebt es. Jo. Das ist ein Einmarsch. Oh yeah. Ich bin der Puppenspieler. Ich belebe unbelebte Objekte wie Baumstümpfe und Raupen. Raupen leben ja nicht. Und Bäume auch nicht. In meine Kunstwerke. Gib mir jetzt meine Puppen zurück. Ich beklebe unbeklebte Gegenstände. Oh, du meine Güte. Okay, Puppen hassen Feuer, oder? In einem Vulkan. Jeder hasst Feuer. Ich wollte das sagen. Und Moa auch noch drauf, weil mehr Feuer ist besser für gut. Das ist besser für gut. Oh ja. Ja, das mochte er nicht. Überhaupt nicht. Oh yeah. Oh yeah. Wusch, wusch. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Haut ab. Kill it with fire. Ah. Ausgewichen. Okay, das ist deine Bitch. Der Gegner ist deine Bitch. Absolut. Herr Puppenspieler, das haben sich wohl ein bisschen anders vorgestellt alles. Das passiert halt dann, wenn du glaubst, du kannst was, weil du mit Puppen spielst. Kein Zeichen von Stärke. Außer sie sind aus Blei. Bleipuppen? Mit Asbesthaar. Das ist ja furchtbar. Du solltest die Puppe treffen. Ja, ich bin dabei. Es ist alles geplant. So. Sehen wir, wie jetzt Let's Play in die Länge ziehen. Ja, ja, mein Gott. Die Leute müssen ja hier was geboten kriegen. Oh. Oh, du bist so lästig. Besser bist du doch vom Feuer auf deinen Speedmode-Wechsel. Ach nein, das ist schon okay. Das hat sich ja jetzt sowieso erledigt. Was zu Henker. So. Das ist nicht möglich. Ein großer Zauberer wie ich wird von einem bloßen Jungen geschlagen mit einem heiligen Schwert und... sehr viel magischen Tieren. Der maximale Gesundheitspunktestand von Udo hat sich erhöht. Jawohl, ja. Ja, das war ja wieder. Du bist jetzt reif fürs Atlantik-Hotel. Den Puppenspieler, der dieses Verlies geschaffen hat, gibt es nicht mehr. Daher werden das Verlies und alle seine Schöpfungen bald verschwinden. Weil die Welt so funktioniert. Hooray, okay. Zeitparadoxe. Tja. Das war ja wieder was, hä? Das hat uns ja weitergebracht, aber ein Dodo reicher. Ein Dodo reicher? Der Wirbel. Oh, ein Vergangenheitsstrand. Anemonenburg.
Anemonenbuch. Anemone. Anemone. Das erinnert mich an Daisy. Daisy. Baby. Vielleicht ist Vergangenheit Sonic da, der ist bestimmt fetter. War das nicht Dr. Robotnik im Schlafanzug? War das die Vergangenheit Sonic? Bruce World. Ja, richtig. Mr. Needlemaus. Mr. Needlemaus ist jetzt hier, ja. Das ist alles wahr. Und dieser komische Hase. Cream. Jetzt ja auch später ins Franchise reingeschaut. Stimmt. Ja, aber das war alles Vergangenheit Sonic. Mann, das ist wieder so nerdig, was wir hier machen. Das versteht doch wieder keiner. Damals, als Dr. Robotnik noch nicht Dr. Robotnik war und dann doch. Wann wurde der zu Dr. Eggman? Das ist auch so immer. In Japan schon immer. Ja. Aber ich mochte Robotnik lieber. Ich auch. Eggman klingt echt scheiße. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja, ich weiß nicht, es passt besser zu seinen Themes. Robotnik. Sonic gab es hier noch nicht, wie scheint. Ja. Es gab ihn einfach noch nicht. In der Vergangenheit von Sega gab es ihn noch nicht. Oh, dafür gab es eine Blume. Ein riesiges Ungeheuer namens Gregor treibt sein Unwesen. Klar, wer sonst? Ja, Gregor. Immer dieser Gregor. Gysi hier, ey. Ja, natürlich. Das rote Ungeheuer Gysi treibt hier sein... Immerhin, das ist nicht Spexigi. So, jetzt geht's hier rund hier, jetzt... Klebedodos sind klebrig. Schmetterlingspower. Schmetterlingspower. Was zum Henker? Da ist eine Wand. Slow. Aha. Das war nicht hilfreich. Nein, das war nicht hilfreich. Leute, das war nicht hilfreich. Diese Menagerie von klebrigen Dodos, das ist echt... Ein Dodo und ein Moai. So, was ist hier los? Sticky to the end. Wow, das ist ein ziemlich grimmiger Affe. Oh, Dr. Salili wird von Ungeheuer namens Gregor bedroht. Ist nun Zeit, dass sich alle zusammentun und Gregor bekämpfen. Doch zuerst müssen sie ihn überreden. Fertig überredet? Niemand hört auf Schrei des alten Affen nach Einigkeit. Sie haben gutes Schwert, Herr Sir. Können Sie bitte für mich überreden? Du solltest ja sagen. Das machen Sie. Danke, sagen Sie ihnen, dass wir gemeinsam sind stark und Co. Böses Ungeheuer Mojo Gregor bezwingen können. Uck. Ja, danke. Was mit dir hier? Ich soll für das Dorf kämpfen. Alles geschlossen. Ich möchte noch nicht ganz sterben. Nur das Schwert ist doch echt hübsch. Warum kämpfen Sie denn nicht? Sie sind die höflichsten Viecher überhaupt. Das stimmt. Wie sitzen die? Zutritt für Ungeheuer verboten. Bin ich ein Ungeheuer? Nein. Du bist eine Ramsay. Tierverleih, tut mir leid, aber keiner von uns hier würde kämpfen wollen. Feige Säcke. Was hat das mit Tierverleih zu tun? And nothing else makes sense. Hey! Wir sind sogar zweistimmig. Okay. Hey, ich bin nur ein Kind und ich soll kämpfen? Jo. Das ist aber nicht fair. Kindersoldaten, jo. Du kennst Gregor? Er steckt irgendwo in der Wüste. Aber er ist nicht leicht zu finden. Ich dachte, am Strand. Der Strand ist keine Wüste. Strandwüste. Oh Gott, mein Mikrofon verrutscht hier dauernd. Das ist echt scheiße. Okay. Boing. Boing. Da kommst du nicht rein. Oh. Upsi. Gregor, ich bin stark. Aber meine Fähigkeiten sind für mich. Ich setze sie nicht für andere ein. Okay. Das ist ein sehr egoistischer Elefant. Gib mir dein scheiß Elfenbein, du. Was ist in diesem Dorf nur los? Sind alle nicht sehr motiviert. Haben die schon wieder eine Farm gegründet und danach den Egoismus muss, weil Kommunismus für sie nicht funktioniert hat? Mein Mann hat umsonst versucht, dieses Dorf zu retten. Und die anderen haben zugesehen. Ich hatte solche Angst, dass er etwas Unbesonnenes tun würde. Wie heißt dein Mann? Negan. Oh ja. Oh. Und er kämpft gerne mit Lucille. Der Fels der Überlegung? Rechts der Fels der Unterwerfung. Berühre sie und tue Buße. Der Fels der Unterwerfung klingt nach etwas, mit dem man beworfen wird. Berühre es. Fass es an. Sieht so aus, als würde er vor ihm beten. Okay, schön gemacht. Und der andere? Den anderen hast du noch gar nicht angefasst. Will ich auch gar nicht. Fass sie an.
Ja. Das hat uns ja viel gebracht. Das war ja wieder was. Du hast recht. Gregor ist gefährlich. Flucht ist unsere einzige Hoffnung. Ich bin eine Dame und beabsichtige demnach nicht zu kämpfen. Lass jemand anders für euch kämpfen. Ja! Mein Gott. Offensichtlich, wir haben Krieg und keiner geht hin, richtig? Ich verstehe. Wenn nicht kämpfen wollen, so sei. Wenn nicht kämpfen, kann Konsequenz sein, das Dorf wird kaputt gemacht. Vielen Dank für Bemühungen. Ja. Okay. Bin geboren hier, aufgewachsen. Liegt an mir, Dorf zu retten. Und weg ist er. Und so ging der Affe in den Krieg. Und kam nie wieder zurück. Nennen wir ihn Johnny. Johnny der Affe zog in den Krieg. Das war nicht sehr schlau, Johnny. Okay, ja, den ja, ja. Wieder zugesehen und gerettet. Und ja gut, dann helfe ich dem Affen mal, wa? Das wäre ganz kulant von dir. Wäre ja nett, oder? Irgendwer muss es tun. Das ist ein undankbarer Job, aber irgendwer muss es ja tun. Jetzt müssen wir nur wissen, wo ist das Viech? Ich hab's gesehen. Oh. Vom Strand gekommen ist er. Gregor ist vom Strand gekommen. Ja, ja. Er war da solch ein tapferer Affe. Er hat Gregor ohne Waffen angegriffen. Also, das heißt, der Affe ist tot. Wie findest du Gregor? Ich weiß nicht. Aber der Affe lief herum. Es war irgendwas über Orte, an denen keine Fußspuren hinterlassen werden. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht weiter erinnern. Unnütze Scheißblume. Jetzt muss ich hier echt den ganzen Strand abgehen und... Hier drin oder was? Nee. Das wäre ein sehr kleiner, Gregor. Im Wasser hinterlässt man keine Fußspuren. Im Gras auch nicht. Hier hinterlässt du Fußspuren. Ei. Ei. Das erkennt man ganz deutlich an den Fußspuren oder den Gossi-Stern. Ach, das hat man schon mal erwähnt. Oh. Da liegt ein toter Affe. Das ist gut. Gregor! Wenn ich wäre klein wenig jünger! Wäre... Da wärst du ein klein wenig weniger tot. Guck. Okay, es muss also hier sein, oder? Muss ja irgendwo hier passiert sein. Ja, aber da, wo du keine Fußspuren hinterlässt. Ja. Also da oben auf dem Plateau. Geh mal auf das Plateau. Nee, es ist hier am Strand auf jeden Fall, das weiß ich noch. Nee. Ah, da. Da, hier. Oh, ja. So ist es gemein. Sneaky. Mhm. Oh. Hüpfen hilft. Oh, Gregor ist eine Assel? Gregor ist ein Ameisenlöwe. Wie töricht von mir herzukommen. Du wirst sterben. Ja, voll war das mit dem Ameisenlöwen am Strand. Oh, hör mir auf mit Ameisenlöwen am Strand. Das ist eine große Erinnerung meiner Kindheit. Ich hatte furchtbar Angst vor dem Ding aus den Movies. Ja. Das hat mir so lange Albträume beschert, dieser grumpy Ameisenlöwe, der dich mit Sand beschmissen hat. Der so rollt, aber ich glaube, es ist eine Asse. Ich denke auch. Das ist eine Assel? Ja. Strandassel? Ja. Eine Sandassel? Ja. So ein 3D-Effekt ist irgendwie ganz lässig. Genesis! Oh, was Gott. Droppt die da? Mini-Assel? Ja, ich glaube ihren Code oder sowas. Uah. I. Assel-Code. Assel. Aber Assel mag kein Eis. Normalerweise. Sonst wäre es ja auch eine Eisassel. Oh Gott. Oder eine Eisel. Eisel? Oh nein. Irgendeine Eis. Der hat Panzer verloren. Oh nein, auch das noch. Das erinnert mich an den Loire-Team Kugelschlangen. Das erinnert mich an irgendwas aus Yoshi's Island, was auch immer mehr zersprungen ist. Ja, aber da hatte man eine Zunge, mit der man es aufschlecken konnte. Das stimmt, aber es war auch rosa und rund. Das war gelb. Es war gelb? Ja. Oh nein, du meinst Puschel. Ich mein Puschel, ja? Puschel war rosa, ja. Puschel war rund und rosa und hat genau das gemacht. Den hat man zerarschbombt. Das stimmt auch. Oh Gott, das ist, Leute, das ist Smarties, ey. Das macht gar nicht mal so viel Spaß. Oh. Ich bin ins Meer gefallen auf einer fliegenden Plattform. Was zum Henker passiert hier unter dem Strand? Keine Ahnung, aber Asseln haben mehr Bodenhaftung als du. Das stimmt. Ah, komm. Aber es einfach zu verkloppen scheint besser zu funktionieren als zu... Das sah auch sehr putzig aus. So, komm. Warum? Wir sind zum Leben bestimmt.
Warum sieht man Ungeheuer als... Ungeheuer? Der maximale Gesundheitspunktestand von Udo hat sich schon wieder erhöht. Das geht in letzter Zeit rasant. Oh ja. Man könnte fast glauben, es kommt fast der Finalkampf. So, ja. Das war ja was. Das war ja wieder was. Ja, was sagt er jetzt? Niemand weiß mehr, wie man tapfer ist. Angriff ist die beste Abwehr, nicht wahr? Jeder sollte ein wenig mehr Courage haben. Nicht fürs Dorf, sondern für sich selbst. Ach ja. Sagt der, stand und nichts getan hat. Ja, ja. Jetzt. Ihr Penner. Der kleine Affe wird gegen Gregor kämpfen, davon ziehe ich wirklich den Hut. Also, ihr seid ja alles... Es sind solche Arschlöcher. Wirklich riesige Arschlöcher einfach. Was mit dir? Ich habe einen riesigen Körper, doch ich habe nichts getan, um zu helfen. Ich schäme mich. Von jetzt an soll mein Mut so groß wie mein Körper sein und ich werde ihn einsetzen, um anderen zu helfen. Das ist die richtige Besser Anstelle. Später als nie. Du solltest das trotzdem jetzt alles abfackeln. Ja. Karma-Klatsche. Oh ja, der hat sich ganz verpisst hier. Das ist. Oh, Schnauze voll hier. Der hat sich richtig eingenässt. Tiere werden nicht mehr benötigt. Was macht die Witwe von dem Affen? Das ist eine hervorragende Frage. Ah ja. Hat sie auch dahin umgebracht. Fuchs hat auch Selbstmord begangen. Wow. Ich bin eine Dame, aber er ist ein alter Affe. Ich hätte hilfsbereiter sein sollen. Ja. Wie tapfer für einen alten Affen. Ich nehme an, wir sollten uns mehr anstrengen als er. Was für Tiere sind das hinter dir? Ach so, ihr zieht durchs Land und helft euch gegenseitig. Das ist eine gute Idee. Jeder machte sich Sorgen. Sie sind alle bis zum Strand gegangen, um ihn zu finden. Ich bin mir sicher, dass er sich freut, das zu hören. Eigentlich bin nur ich, also... Wenn er wieder zu Bewusstsein kommt. Also er ist gar nicht tot. Ah, buff. In diesem Augenblick kam der Affe wieder zu sich. Convenience! Hä? Was? Ich bin Hause? Was geschehen ist? Warum ist denn da jeder? Ich habe Schlag gekriegt auf Kopf von Gregor. Das doch stimmt, oder? Ich am Strand war und... Uck. Jeder im Dorf ist... Das bist du. Jeder im Dorf ist ausgezogen, um dich zu finden. Sie haben dich hierher zurückgebracht. Jetzt gibt's Affensex, oder was ist das? Warum? Warum hast du gerettet, altes Affe? Der Affe guckt erstaunt sich um. Nun, du weißt warum, weil wir Kameraden sind. Danke aber, Alter. Als der Bär dies sagt, ist es ihm anscheinend peinlich. Jetzt kommt die Fuchsmädchen hier. Wirklich? Wenn dir etwas passiert wäre, hätten wir das ein Leben lang bereut. Jeder stimmte dem alten Schafbock. Der alte Schafbock. Du alter Schafbock. Vielen Dank an alle. Ihr seid alle so aufmerksam gewesen. Und du, junger Mann. Ich danke dir für meinen Wunsch. Was? Ich danke dir für meinen Wunsch aus einer anderen Zeit. Was? Was? Ich glaube nicht, dass es diesen Augenblick gegeben hätte, wenn wir uns nicht zuvor begegnet wären. Ich spreche dir meinen tiefsten Dank aus. Was? Was? Ist da jemand als Affe wiedergeboren worden? Nun ruh dich ein wenig aus und bewege dich nicht, sonst tut dir weh. Oh Gott. Ich glaube, ich krieg schon wieder einen Schlaganfall, wenn ich darüber nachdenke. Das bist du, glaube ich, jetzt hier. Oh, sollte ausruhen mich jetzt. Bin sicher. Sonne scheint, wenn morgen ich aufwache, wenn Gott will, als Affe seine Augen schloss, wurden sie von einem weißen Nebel umgeben. Was? Das ist Sterben, oder? Ja. Tschüss, Affe. Was? Ach, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Na, mein Vorfahr war sehr tapferer Affe. Ich achte sehr ihn. Ohne meinen Vorfahr war ich heute nicht Häuptling von Dorf, deswegen ich Erfolg haben muss. Sprechen außerdem wie Vorfahr. Oh, du bist der Mensch von neulich. Ja, 1000 Jahren. Vielen Dank dafür, dass du den Tintenfisch besiegt hast. Was? Ach, das ist schon sehr lange her. Welcher Tintenfisch? Ich dachte, es war eine Krake. Ja, das stimmt auch. Da unten sind zwei Menschen. Das ist der Typ, die der saugen mich... saugen aneinander. Das ist der Typ, der mich als Schleim verwandelt hat, damit er hier seine Scholle kriegt. Ah. Ja, und hier... Oh,
Ah, ja, ja, ich sehe euch hier. Spannermodus, wie gut. Ja, so viel zu spannen. Zwei, drei. Spannend, nicht wahr? Spannend, oh, ja. jetzt geht's aber hier, das. Das jetzt geht's. Benutz. Klebedodo. Ach nee, erst Schmetterling, dann Klebedodo. Oh, jetzt wird hier aber hier. Schmetterling und Klebedodo, das ist eine gute Kombi. Das ist die Kombi. Die einzig wahre. Ah, wenn das Steuerkreuz nur mitmachen würde. Niemals. So. Okay. Dumbi dumbi dumbi. Yay. Yex. Klebedodo ist klebrig. Oh, und wie klebrig er ist. Yay. Nom 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 nom. Danke, Klebedodo. Maximaler Gesundheitszustand hat sich erhöht. Mal wieder. Besser wäre natürlich ein Klebe-Uhu gewesen, aber... Da kommt ja wieder keiner da drauf. Da kommt ja wieder keiner drauf. Gut, dann gucken wir mal, was in der nächsten Folge passiert. Horrido. Uck, nächste Folge bestimmt viel interessanter wird.